mein allererstes Tarp, eine Baumarktplane mal ausgenommen von Outdat, günstiger China-Hersteller, ne, was im Low-Budget-Bereich, wenn euch das interessiert, dann bleibt ihr einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video eingeschaltet hast. Freut mich immer, wenn du mit dabei bist. Wir haben hier von Outdat oder Outad, keine Ahnung, wie man die Marke genau aussprechen soll, ein Tarp im Bereich von 15 Euro, Low Budget. Das war sozusagen mein erstes Tarp nach der Baumarktplan. Das heißt, ich habe das mehr als 3 Jahre in Benutzung. Das sieht man hier auch ein bisschen, man sieht es auch an dem Tarp an sich. Aber bevor ich zu meiner endgültigen Meinung komme, natürlich wie immer erstmal die harten Fakten. Die harten Fakten zu solchen Tarps sind natürlich ein bisschen schwierig. Das wird zum Beispiel so, wie es hier ist, gar nicht mehr hergestellt, ne? Es ist auch von der Marke her relativ egal, weil diese ganzen günstigen China-Tarps, die es so gibt, im 20-Euro-Bereich. Und im Endeffekt sind diese ganzen China-Tarps, die rebranded werden, ja, alle relativ gleich, ne? Mal ist das die eine Seite 10 cm länger, mal die andere. Das hier war, glaube ich, ein 2x2-Meter-Tarp knapp, das aus Polyester ist. Es war nichts dabei, außer das Tarp an sich. Da gibt es mittlerweile auch andere Angebote, wo nochmal ein bisschen Paracord und ein paar Aluminiumheringe beigepackt werden. Wir haben einen Packsack, ne? Hier steht einmal die Größe von dem Tarp drauf, L. Hätten Sie auch gleich die Maße draufschreiben können, anstatt L. Dann haben wir einen Packsack, der natürlich oben einen Kordel hat, damit man ein bisschen zuziehen kann. Und natürlich viel zu klein ist für dieses Tarp. Ne, da haben sie ein bisschen gegeizt. Das heißt, hier geht an der Seite halt leider mittlerweile durch die Gewalt, die ich anwenden musste, um das Ding da reinzubekommen, der Packsack ein bisschen kaputt. Und vorne die Aufschrift, die auch schon mittlerweile abgeht. Ihr merkt also, das Ding ist ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden mit der Zeit. Ich habe es allerdings auch sehr, sehr oft benutzt. Gerade bei den ganz alten Bushcraft-Touren, noch von vor 2 Jahren, da sieht man das Ding immer und immer wieder. Das Ganze wiegt um die 500 Gramm, ist relativ gut vernäht, also es reicht, aber ich merke schon, dass hier und da eine Schlaufe sich langsam ablöst. Es ist also keine mega Qualität, wie man es jetzt von einem British Army Shelter Sheet kennt oder von anderen Herstellern. Ja, DD Hammock hat ja zum Beispiel auch Tarps, die sehr beliebt sind etc. Na, da findest du auch wieder immer, wie immer, unten in der Videobeschreibung vergleichende Links. Einfach mal durchklicken. Tja, das sind die ganzen harten Fakten zu den Dingen. Kommen wir doch mal zu meiner Meinung über die Jahre. Natürlich hat das Ding für mich auch mittlerweile einfach einen ideellen, einen Erinnerungswert, möchte ich sagen, weil es halt bis auf meine Baumarktplane, die auch völlig zerstört ist, sozusagen mein erstes richtiges Tarp ist. Es ist ein bisschen zu klein, finde ich, mittlerweile. Ne, es hat eine gute Größe, um damit eine kleine Bushcraft-Tour zu machen, um sich hinzusetzen. Oder wenn man bei halbwegs gutem Wetter einen Biwaksack und das Tarp zusammen kombiniert, um darunter zu schlafen. Ne? Weil man kriegt nicht den ganzen Körper perfekt unter das Tarp, wenn starker Seitenwind kommt. Ne? 2,10 Meter ist ein bisschen zu kurz, um wirklich auch Kopf und Fuß komplett dann vor Wetter schützen zu können. Man kann es natürlich sehr tief aufbauen, womit man sich das ein bisschen spart. Das heißt, die Ecken sozusagen dicht macht. Das ist dann aber nicht mehr so gemütlich und so komfortabel. Ne? Das heißt, das hier ist wirklich eher ein kleines Ein-Mann-Bushcraft-Tour-Tarp für mittelschlechtes bis mittelschlechtes Wetter, würde ich das empfehlen. In dem Bereich ist das absolut anzusiedeln. Das Packmaß ist dabei in Ordnung, ne? Für den Preis wie immer. Ne? Ihr müsst das immer im Preis-Leistungs-Verhältnis berechnen, weil ich glaube, das kriegt man auch teilweise für 13 Euro. Also auch nicht mehr viel teurer als eine Baumarktplane und dafür aber deutlich leichter, ne? Und auch nicht so störrisch beim Aufbauen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist durchaus eine Alternative zur Baumarktplane oder als erstes Tarp oder als Zweitarp, um damit meine kleine Ein-Mann-Tour draußen zu machen. Im Endeffekt muss man aber negativ festhalten, dass es bei sehr doller Beanspruchung nicht lange halten wird. Ich habe es jetzt 3 Jahre geschafft. Es ist auch immer noch benutzbar, ne? Aber ich bin auch niemand, der Tarps doll abspannt. Ich mache das immer ein bisschen Larifari, wenn ich ehrlich sein soll.
Das kann aber natürlich jeder anders machen, wie er möchte. Und wenn man ein bisschen Nähkünste vielleicht hat oder guten Kleber, dann kann man da auch nochmal ein bisschen was ausbessern. Ist auf jeden Fall eine Variante für die Low-Budget-Leute unter euch oder für den Sohnemann oder den Cousin oder was weiß ich, der gerade in das Thema einsteigt und vielleicht mal das erste Mal reinschnuppern möchte, würde ich das Ding auf jeden Fall empfehlen, um damit auch die Grundlage ein bisschen zu lernen. Im Gegensatz zu einer Baumarktplane, die ja sehr störrisch ist, weil sie so dick ist und auch sehr schwer ist einfach, ne? Also bessere Variante gegenüber einer Baumarktplane im Endeffekt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest ein bisschen was dabei mitnehmen. Erzähl mir doch mal, was war eigentlich dein erstes Tarp? So, hast du auch so günstig angefangen wie ich? Oder war es bei dir vielleicht was Besseres gleich von Anfang an? Das würde mich mal sehr interessieren. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Outdoor-Ausrüstung, wie immer, einfach durchklicken. Einen kleinen Button kannst du mich abonnieren und in der Videobeschreibung alle Informationen, die du natürlich gebrauchen könntest. Wenn da mal was nicht ist, dann schreib es mir doch unten in die Kommentare rein, dann kann ich darauf antworten und dann sind wir alle glücklich. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.